Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Mario Kart 8 Deluxe. Und ja, ihr seht richtig, Marvin ist auf Platz 1 und hat schon bei 3 angefangen einfach mit den Rädern zu spinnen und hat dann gemerkt, nope. Da war ich immer so. Oh, MH Bali. Oh! Was macht der eigentlich beim regionalen Suchen in dieser Lobby? Wieso? Ja, weil der Engländer Ami ist. Da ist ein Freund gejoint. Freund gejoint. Wie ich das gemacht habe. Hier raufhoppen? Habe ich letztens gesehen. Auf das Zahnrad raufhoppen und dann nochmal hoppen. Dann ist es schneller. Oh, du gehst mir auf den Sack mit deiner Banane. MH Bali, Mann! Oh! Oh! Oh, oh nee. Mein Gott. Nachtreten? Unlucky Dinge. Wo ist mein Bumerang jetzt? Wurde aufgefressen oder was? Oh, warum denn eine rote? Okay, dann machen wir Item Smuggling. Schön nach hinten absetzen. Batterieleistung lässt nach. Och nö. Jetzt krieg ich 3 Pilze oder was? Junge, ein Pilz! Was soll ich mit einem Pilz? Oh. Und der hat einen Stern. Ich hätte das sein können mit einem Stern. Oh, jetzt habe ich kein Item irgendwie bekommen. Oh, Alter. Jetzt wird hier Feuer. Oh. Ja, das war ich auch. Oh, komm, ins Ziel. Sechster, ist okay. Ist vollkommen okay. Mehr konnten wir da jetzt nicht rausholen. Letzter, mehr ging halt auch einfach. Das war Alter Falter. Minus 2. Wo ist mein Ladekabel? Willst du mich träumen? Es geht nicht. Kannst jetzt nicht fahren. Jetzt kann ich fahren. Mein Gott. Alter, der hat mich gescampt. Ich habe reingesteckt und dann ging es nicht. So wie das halt manchmal nur ist. Aber da geht das meist nicht, bevor du es reinsteckst. Ja, das auch nicht, aber... Ach, das ist alles schwierig, Marvin. Auf jeden Fall mussten wir die rote jetzt mal nach hinten werfen. Klaus, was hast du für ein Item? Achso, schade. Ein Döner. Gar nichts mehr. Stell dir vor, es würde so eine Aura geben, so Garlic oder so. Und dann könnte einfach keiner dir zu nahe kommen, weil das wie so ein Magnet ist. Genau. Oh mein Gott, diese Bombe war ja gottlos. Oh Junge, hat die dich getroffen? Nee. Wollte die Banane vor die Füße werfen. Marvin, komm mal her. Ich hab ein Geschenk für dich. Du kleine Drecksau. Oh! Was? Ja! Oh mein Gott, warum? Warum kam jetzt die blaue? Das war das nur Lost. Hab Marvin so schön abgefuckt. Oh nein, kein Item bekommen. Jetzt müssen wir reinschwitzen. Oh ja, das war schön, Marvin. Was? Oh mein Gott, Alter. Hey, wie viel Feuer denn noch? Oh, schon wieder Feuer. Das eine war von mir, das war okay. Jetzt reicht's aber. Oh, die müssen wir uns aufheben. Die müssen wir uns aufheben. Wir machen jetzt den abkürzenden Boss. Und dann versuchen wir noch irgendwie auf Platz... Ja.
Nee, hör mal auf mit dem Feuer. Und zweiter, ja! Oh, stark gefahren von mir. Alter, sehr wo gut. Wo kamen denn die Bananen daher? Boom, boom, boom. Yay. Yeah. Hab ich noch ins Ziel getorkelt. Das war nice. Der Motorradhelm und der Dings ist auch nice. Moment. Ah, was ist denn hier passiert, Alter? Ich bin direkt runtergebrochen. Nach roten abgebumst worden, oder? Keine Ahnung, ich hab keinen Dings. Oh ja, das fällt von mir. So, mein erstes Item. Wenn man die Münze jetzt mal nicht mitzählt. Oh mein Gott. Junge, er kommt mit Feuerblume in den Schlauch hier und legt einfach los. Alter Motherfucker. Oh mein Gott, da eine Bombe ist doch auch gottlos. Was willst du dagegen machen? Okay. Schon wieder so eine gottlose Bombe, Alter. Oh, die war echt gottlos, hä? Aber Dritter. Ist okay. Oh mein Gott. Nee, mach mal nicht. Geiler Fahrskill. War das so schlau? Ja, war schlau. Okay. Oh mein Gott, die Bombe. Ich will ein Item haben. Oh no. Ich bin zu schlecht für diese Strecke. Nee. Was trifft mich denn die ganze Zeit, Alter? Ich werde nur gepumpt. Ey! Bodenlos. Da springt einer auf mich rauf. Als er aus diesem Scheiß unter Wasser. Mann! Mann, ey! Georg, Junge, deine Mutter! Oh, Jan, Alter. Lieb dich nicht mehr. Ey, Ballen! Die Bananen! Rutschgefahr! Und ich fahre auch an jedem Item vorbei, Schmutzstrecke! Warum sind die Items hier so scheiße verteilt? So. Stern, ja, der hilft mir jetzt auch nicht mehr weiter. Da, zeig. Vierter. Ah, nicht geil, nicht geil. Absolut nicht geil. Mann, was war das denn für ein Schmock? Da wurde ich aber auch komplett gebömsert, ey. Ich wurde hart gebömsert. So, letzte Runde. Das Kumo-Weide ist schön entspannt. Man kann sich eigentlich nicht aufregen. Ich werde jetzt eine Runde, ja, sage ich jetzt hier einfach mal, nicht ragen. Oder keine Emotionen zeigen. Ganz entspannt. Dafür werde ich sorgen, dass das anders passiert. Einfach ganz chillig. Wir fahren das hier runter. Ja. Keine Aufregung oder sonstiges. Nice. Guck mal, die Kühe sind so friedlich wie ich. Ja, und so friedlich bin ich auch gerade innerlich. Ganz ruhig. Gediegen. Mein Chakra und mich kann nichts angreifen. Sozusagen. Das ist echt schwierig, dich anzugreifen. Wenn ich im Moshpit bin. Wir behalten jetzt einfach die Grüne hier. Jetzt hab ich keine Ahnung. Fuck. So, hast du gut aufgeholt. Was? Oh! Junge.
Das ist so, ja. Was denn? Das ist eine stressige Runde. Das war eine richtig entspannte Runde und damit würde ich sagen, macht euch heute noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. Tiefenentspannt bin ich einfach mal und tiefenentspannt. Okay.